Scheinwerferglas. Frank Debus, wohnhaft in Wiesbaden. Gott mal 36. Der ist zu Fuß, wird übersehen und dann zack. Ja, und dann der Klassiker, Unfallflucht. Warum hauen die Leute ab? Man steigt doch aus und guckt, was passiert ist, ob man noch helfen kann. Mhm. Ist genetisch, programmiert und erwiesen. Dass man abhaut oder was? Ja, die Schockreaktion. Es gibt drei Muster. Flucht in Panik, Verharren in Paralyse. Oder kühler Kopf. Genau. Vielleicht war es aber auch Absicht. Ja, da guckt ihr. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machen Sie denn hier? Und hast du es denn auch, Schubert? Nach reichlich Gleitzeit? Ja, gewagte Interpretation. Du bist auf dem Weg zur Arbeit. Ja, aber euer kreatives Parken hindert mich daran. Was haben wir? Einen merkwürdigen Unfall mit Fahrerflucht und noch keine Zeugen. Also bei letzterem wäre ich mir nicht so sicher. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge. Oder die kleinen Leute. Bitte lassen Sie mich. Nein, bleiben Sie bitte hier. Ich muss aber, hallo, Moment. Hab Kommissarin Klar. Sind Sie die Mutter des Jungen? Ja. Es ist alles gut, machen Sie sich keine Sorgen. Oberstaatsanwalt Reuter redet gerade noch. Ja, immer. Aber ich würde gern zu meinem Sohn. Ja, das können Sie auch gleich. Geben Sie den beiden noch einen Moment. Okay. So hat das Auto ausgesehen. Ah, super. Danke dir. Sag mal, und das Auto hat nicht gebremst? Nein, das hat Gas gegeben. Gut. Claudio, pass mal auf. Jetzt denkst du noch mal ganz genau nach. Mach die Augen zu. Lass dir Zeit. Hat das Auto vor dem Krachen Gas gegeben oder hat das Auto nach dem Krachen Gas gegeben? Schon das vor, das stand ja erst. Gut, das war schon. Toll. Ich krieg bestimmt Ärger wegen Schule schon. Du kriegst eine super Entschuldigung mit einem richtigen Siegel von der Staatsanwaltschaft, okay? Ist deine Mutter da? Ja. Komm, geh mal mit. Das wird uns wochenlang aufs Brot schmieren. So viel steht fest. Ja, nicht umsonst. Oder hast du den Kleinen bemerkt? Ich hätte ihnen schon auch noch geguckt. Vielen Dank. Gerne. Kombi, schwarz. Also, Herr Reuter, das hat die KTU anhand von Lackspuren und dem Scheinwerferglas auch rausbekommen, hm? Ja, in zwei bis drei Labortagen, statt in 10 Minuten mit einer geliehenen Polizeimütze. 1:0. Hatte der Junge Angaben zum Fahrer? Nein, aber er hat was über den Tatergang gesagt. Der Fahrer hat offensichtlich gewartet, bis das Opfer über die Straße gegangen ist. Und dann hat er voll drauf gehalten. Also Heimticket. Richtig. Wir reden hier über Mord. Also was den Jungen betrifft, den hätten wir natürlich bemerken müssen. Ach, Kerstin. Ich saß die ganze Zeit im Auto. Ich hatte eine ganz andere Perspektive. Ich hatte einen Blick von außen. Hey, alles in Ordnung. Mach dir keinen Kopf. Okay, danke. Schubert, meine Gleitzeit läuft langsam aus, ja? Können Sie mal so langsam? Wollen Sie nicht mitkommen? Wohin? Zum Büro von Frank Debus, dem Toten. Könnte interessant sein und liegt quasi auf dem Weg zum Gericht. Und? Der war Privatdetektiv. Oh. Kein Büro? Das ist seine Geschäftswohnadresse und anscheinend wohnt er hier nicht allein, aber schon kann er dazu sein. Meine Herren? Okay. Sie wohnen doch nicht hier, oder? Polizei. Na, endlich. Den ganzen Tag geht das schon so, hören Sie das? Aber das ist nicht alles. Man bekommt es auch mit der Angst zu tun. Wer macht das? Hören Sie doch mal. Ich. Dürfen wir? Ja, ja. Danke. So. Jetzt erzählen Sie mir noch mal ganz in Ruhe. Ja, also, wie heißen Sie denn erstmal? Beate Hansmann. Hallo? Polizei, ist da jemand? Thank you.
Wer sind Sie denn? Polizei. Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Da schießt die Alte von nebenan hier mit großem Kaliber. Die Musik? Und Sie sind? Michael Freitag. Ich wohne hier. Na, umbringen wollte er ihn, hat er getönt. Jetzt der Reihe nach. Wer wen? Der Michael den Frank. Aha. Ja. Und dieser Streit, der war heute Morgen? Ja, ganz früh. Geht's ein bisschen genauer? Haben Sie eine Uhrzeit? Ja, 7 Uhr ungefähr. Wände sind ja dünn. Streit denn immer? Verprügelt hat er den armen Kerl auch schon. Der Michael den Frank? Ja. Sagen Sie mal, was? Kann es sein, dass die beiden... Ja, die sind ein Paar, ist doch normal heute. Übrigens hatten die Jahrestag. War nicht zu überhören. Und trotzdem haben sie sich gestritten. Glücklich sind die nicht. Tot. Es tut mir leid, Herr Freitag. Herr Freitag, verstehen Sie, was ich Ihnen sage? Ich wollte nur, dass wir feiern. Dass wir uns an diesem Tag, an unserem 5-Jährigen endlich mal wieder Zeit nehmen. Für uns. War das der Grund für Ihren Streit heute Morgen? Ganz schön heftig, ne? Ich schätze mal, das meiste davon war ich, als Frank schon weg war. Er hat Sie ignoriert und das wollten Sie sich nicht gefallen lassen, richtig? Frank ist abgehauen. Hat mich einfach sitzen lassen. Hm. Ja. Ich kann verstehen, dass Sie ihm das übergenommen haben. Diese Gleichgültigkeit. Ja, klar, hier, Mordkommission. Ich bräuchte mal kurz eine Halterüberprüfung. Wollte sich Herr Debus vielleicht von Ihnen trennen? Frank? Von mir? Er wäre überhaupt nicht überlebensfähig ohne mich. Er ist doch nur wie ein Kind. Und sein Schnüfflerjob, da bringt ihm doch auch nichts ein. Und trotzdem wollte er lieber arbeiten an diesem Tag. Ja, dringend. Laufender Fall, bin ich seit Tagen dran. Bla, 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 bla. Und dann wieder nur so eine blöde Ausrede. Das hat Sie verletzt. Verständlich. Wow. Hier war ja Stimmung. Sagen Sie mal, wo waren Sie heute Morgen um 9.30 Uhr? Schubert. Was ist denn los? Der Typ spuckt Morddrohungen aus am laufenden Band. Was? Ja, die Wände hier sind dünn. Herr Freitag, wo ist denn Ihr Wagen? Ja. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Mein Gott, wie oft denn noch? Ich kann mich nicht erinnern. Filmriss. Von letzter Nacht bis... Ja, bis Sie bei mir aufgetaucht seid. Bin aufgewacht, hab geduscht. Kommen Sie, so betrunken waren Sie nicht. Ich habe nur eine Pille genommen. Alkohol draufgekippt und irgendwann war ich weg. Sie denken doch nicht wirklich, dass wir Ihnen das glauben, oder? Ich liebe Frank. Hab ihn geliebt. Liebe ist das stärkste Motiv. Sie können sich also an nichts mehr erinnern, ja? Nicht, wo Ihr Auto ist, nicht, wo Sie zur Tatzeit waren, noch nicht mal, wann Sie angefangen haben, sich wegzuballern. Keine Ahnung. Ist ja sehr praktisch, so eine Amnesie, wenn man unter Mordverdacht steht. Aber Sie wissen ganz sicher, dass Sie Frank Debus nicht mit Ihrem Auto überfahren haben. Merkwürdig. Nochmal. Weil ich ihn geliebt habe. Bernd? Suchen Sie also die Scheißwagen. Kerstin, ich bin's. Die Kollegen von der Schutzpolizei haben den Wagen von Michael Freitag gefunden. Und weißt du wo? Auf dem Parkplatz direkt am Justizzentrum. Ja, ich habe auch gestaunt. Könnt ihr euch da bitte mal ein bisschen umschauen? Und bring bitte den Verdächtigen mit, ja? Danke, bis dann. Erheben Sie sich. Wow. Ich muss mich entschuldigen. Es ist nicht meine Art, mich zu verspäten. Wir beginnen mit der... Tut mir leid.
weiter. Wir müssen die Verhandlungen vertagen. Auf morgen gleiche Zeit. Entschuldigung. Carsten? Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Stoßstange, Scheinwerfer, alles okay? Ja, hinten ist auch nichts. Kein Kratzer, keine Beule, gar nichts. Ein Richter ist frei in seiner Entscheidung, Frau Wertheim. Das schließt natürlich die Terminplanung ein. Ja, und was heißt das jetzt für den Prozess? Ist das gut für den Mörder? Ach, das heißt überhaupt nicht, so was passiert halt. Forsbeck wird für den Mord an ihrem Mann verurteilt. Verlassen Sie sich drauf. Kompliment, Frau Wertheim. Sie halten sich gut. Danke. Also, da brauchen wir keine KTU. Er ist aus dem Rennen. Können Sie sich jetzt vielleicht erinnern? Nee. Ja, aber irgendwie muss der Wagen ja hierher gekommen sein. Ja, klar. Ihr Freund? Ist der vielleicht damit gefahren? Ist der Schlüssel unter der Sonnenblende? Ah. Ja, das sieht ganz nach Frank aus. Früher hat er sich meinen Wagen ab und zu mal ausgeliehen. Was könnte Frank Debus hier gewollt haben? Ich weiß nicht. Das da ist er. Also der Klient von Frank. Der mit dem Koffer da. Sie wissen, wer sein Auftraggeber ist? Ja. Also Frank hatte ein Foto von ihm. War ja mit seiner Tochter drauf. Sind Sie sicher? Ich habe Frank mal zu einem Treffen mit ihm gefahren, in so einem Café in der Innenstadt. Naja, das ist er. Worum ging es denn bei dem Auftrag? Keine Ahnung. Sie haben doch bestimmt irgendwas aufgeschnappt. Ja, irgendeine Recherche. Frank sollte was suchen. Gestern am Telefon hat er von irgendeiner Spur gesprochen. Haben Sie einen Namen gehört? Lehmann. Dr. Lehmann. Der war ganz schön aufgeregt. Und? Haben Sie noch irgendwas gehört? Wertheim. Oder Werthein. Oder irgendwie sowas. Ja. Gut. Danke. Ab jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Die Durchsuchung der Detektivwohnung war nichts? Viel kleiner als deiner Bruder, aber nichts zum Fall Wertheim, nee. Der Richter beauftragt einen Detektiv im Mordprozess Wertheim. Warum? Richtig, macht keinen Sinn. Ja. Wir ermitteln, ich beauftrage Sie. Das sind die Regeln. Eben. Und der Forsbeck war es, der hat den Wertheim umgebracht. Wir haben den Fall sauber recherchiert. Sonst hätten wir keinen Mordprozess. Aber warum hat der Richter denn doch noch irgendwelche Zweifel? Keine Ahnung. Es gibt auch genug juristische Mittel, um mich im Vorfeld zu stoppen, also vor dem Prozess. Das Blut von Michael Freitag, hat Dr. Engel sagt, zum Tatzeitpunkt war der Mann vollgepumpt mit Alkohol und Drogen. Also die Aussage stimmt. Er hat sich bestimmt an nichts erinnert. Und er ist höchstwahrscheinlich nicht mit dem Auto gefahren. Keinen Meter. Also irgendwie hängen die beiden Fälle zusammen. Der Mord heute und die Tat damals an Wertheim. Ja. Beide wurden mit dem Auto überfahren. Mein Mann musste austreten. Er ist aus dem Wagen gestiegen und plötzlich, wie aus dem Nichts. Sie haben den Wagen auf der Landstraße nicht gesehen? Ich habe nur den Aufprall gehört. Dann bin ich ausgestiegen und Hans lag einfach da. Das andere Auto ist weggefahren. Als wir damals ankamen am Tatort. Am Unglücksort, bitte, Frau Klar. Ja. Ich wollte dem Gericht nicht vorgreifen. Das ist auch gut so. Bitte, machen Sie weiter.
Hans Wertheim war auf der Stelle tot, laut Gutachten der Rechtsmedizin. Das könnte ein Unfall gewesen sein, oder? Ja. Einsame Landstraße, dunkle Kleidung in dunkler Nacht natürlich. Wie soll ein Mörder die Pinkelpause seines Opfers einplanen? Frau Hauptkommissarin, wer hat das Tatfahrzeug gefunden? Kollegen der Schutzpolizei. Das Auto war beschädigt und vom Täter notdürftig im Wald versteckt. Die Windschutzscheibe war gerissen. Können Sie einen Unfall ausschließen? Ja. Warum? Aufgeklebte Folie auf der Motorhaube und dick um den Stoßfänger herumgewickelt. Zu welchem Zweck wurde diese Folie angebracht? Um Schäden eines geplanten Aufpralls zu verhindern. Um keine Spuren am Opfer zu hinterlassen. Der Täter hat noch versucht, die Folie zu entfernen, aber das ist ihm in der Eile nicht ganz gelungen. Haben Sie an dieser Folie Fingerabdrücke gefunden? Nein. Das spricht für einen Tatplan. Welche Art Folie ist das? Wozu wird sie verwendet? Woher kommt sie? Betriebsmittel, wie sie in der Firma Wertheim verwendet wird. Zum Verpacken und als Schutz für Waren. Und wie sie von Dutzenden von anderen Speditionen verwendet wird. Und das Auto selbst? Betriebseigentum. Der Dienstwagen von Rolf Vosbeck. Neben Wertheim der zweite Geschäftsführer. Wurden in dem Fahrzeug DNA-Spuren und Fingerabdrücke des Angeklagten nachgewiesen? Es ist sein Wagen. Natürlich sind da die Spuren meines Mandanten. Richtig, Herr Verteidiger. Aber wenn es keine einzige andere Spur in diesem Fahrzeug gibt, dann spricht das ja wohl sehr dafür, dass dieses Fahrzeug ausschließlich von Ihrem Mandanten benutzt wird. Ja, aber der Wagen wurde doch als gestohlen gemeldet, oder nicht? Ja. Aber erst nachher. Nachdem der Angeklagte tatverdächtig war. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde. Er hat damals auf eine Gelegenheit gewartet, sein Opfer verfolgt. So gut gelaufen, ne? Leute, Vosbeck war's. Sein Auto, die Folie, der Streit mit Wertheim über den Verkauf der Spedition. Der Richter ist hier noch nie so reingegrätscht. Ja, der hat auch seine Laune wie jeder andere Mensch. Ich kenne Carsten schon ewig. Wir haben zusammen studiert. Wir waren befreundet. Bernd, du hast dich doch auch über ihn gewundert. Neutral war er nicht. Es ist sein gutes Recht, mir Fragen zu stellen. Es ist auch sein gutes Recht, eine andere Meinung zu haben. Was sehen wir, Gespenster? Der Richter heuert für diesen Prozess einen Detektiv an. Und der ist jetzt tot. Und auf einmal knickt der Richter ein. Weit und breit keine Gespenster. Wonach sieht das für euch aus? Prozessbeeinflussung. Erpressung. Was denn jetzt? Ich besuche einen alten Freund. Bei Tisch, Melanie. Sie hört dich nicht. Von mir aus kannst du aufstehen. Ja. Teenager. Möchtet ihr noch einen Nachtisch? Ach, Gabi, danke. Nein. Es war sehr lecker. Wie früher. Soll ich dir was einpacken? Nein, Gabi. Ich geb dir was mit. Nein. Komm, wir gehen eine rauchen. Na komm. Was willst du hier, Bernd? Wir haben uns lange nicht gesehen.
Wir haben uns heute vor Gericht gesehen. Ja, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das weiß ich auch. Tatsächlich? Berufsethisch doch eher fragwürdig. Geht's dir gut? Passt dir meine Prozessführung nicht? Carsten, ich habe eine Leiche auf dem Tisch. Frank Debus, ein Privatdetektiv. Sagt dir das was? Nee, nie gehört. Warum? Könnte sein, dass das mit dem Mord an Hans Wertheim zusammenhängt. Was willst du von mir? Möglicherweise werde ich Aussetzung des Verfahrens beantragen. Kommt gar nicht in Frage. Carsten, du hast mich gefragt, was ich hier will. Ich will dir sagen, dass ich dein Freund bin. Und dass du mir vertrauen kannst. Den Wertheim-Prozess führen wir zu Ende. Ohne Unterbrechung. Ganz sauber. Danke. War schön heute. Ja. Heute. Carsten ist nicht mehr so, wie er früher war. Wir verändern uns doch alle. Du hast dich nicht verändert. Nein. Versprich mir, dass du wieder vorbeikommst. Ich brauche solche Abende wie heute. Mach ich. Meine Güte, hab ich einen Kohldampf, ey. Bis morgen. Bis morgen. Nee, oder? Guten Abend. Bernd? Ich dachte, wir sollten uns noch ein bisschen austauschen. Okay, gibt's was Neues? Nicht jetzt, oder? Ich nenne das einfach mal Gleitzeit, Schubert. Ohne Pizza, um die Uhrzeit, ganz groß. Wer zuerst? Ihr. Wie weit seid ihr mit der Fahndung nach dem Tatfahrzeug? KTU sagt, dass es ein schwarzer Omega ist. Aber davon gibt's in der Gegend Hunderte. Also negativ. Ah. Und dein Richter? Also auf die Idee einer Prozessunterbrechung hat er ausgesprochen allergisch reagiert. Also liegen wir richtig. Es geht um den Fall Hans Wertheim. Und der Richter wird erpresst. Hm. Er arbeitet also für einen Freispruch. Aber womit wird er erpresst? Naja, Michael Freitag hat doch erwähnt, dass der Detektiv ein Foto hatte von Lehmann und seiner Tochter. Ja, bei der Tochter geht's gut. Und die Familie ist vollzählig. Aber womit wird er dann erpresst? Was wollen Sie? Reden Sie mit mir, bitte. Ich habe doch nichts getan, bitte. Hören Sie, ich nehme Medikamente. Ich bin schwanger. Ich brauche meine Tabletten. Nein! Nein! Hören Sie bitte! 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 Können Ihren Freund observieren? Wie bitte? Schubert, der Freund ist Vorsitzender Richter in einem Prozess, in dem ich die Staatsanwaltschaft vertrete. Ja, und? Vergessen Sie das bitte ganz schnell. Das geht gar nicht. Wie Sie meinen? Was haben Sie gemacht? Erzählen Sie mal, Sie haben doch irgendwas gemacht. Die Kollegen von der OK kennen den Anwalt von Vosbeck ziemlich gut. Er vertritt sonst nur die ganz Großen und Gefährlichen. Seine Mandanten kommen alle aus dem Milieu. Ja, ich kenne Hanke.
sehr guter Anwalt, verdient auch sehr viel Geld damit. Aber das funktioniert alles nur, weil er selber sauber ist. Okay? Okay. Finger weg von allen Prozessbeteiligten. Haben wir uns verstanden? Gibt's auch noch Nachtisch? Warum interessieren Sie sich so für den Anwalt? Weil auch der Anwalt von Dietmar Clausen ist. Und wer ist Dietmar Clausen? Ex war vorbestraft wegen Schmuggel und Menschenhandel, Unterweltgröße. In den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden, aber dieser Typ hat Rolf Forsberg in der U-Haft besucht. Und wo ist die Verbindung zwischen den beiden? Naja, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Schmuggel und auf der anderen Seite eine Spedition. Könnte passen. Dieser Clausen ist nicht prozessbeteiligt, den können wir problemlos vernehmen. Also ich möchte mit ihm sprechen, ja? Nicht schlecht, Schubert. Gut. Und, schmeckt's? Was kriegen Sie dafür? Den schenke ich Ihnen. Becher, was für ein Klischee. Tun Sie mal nicht so, Herr Clausen, Sie kennen das doch alles hier. Hat so eine Akte nicht irgendwann mein Ablaufdatum? Sie meinen so wie Kaffeesahne? Was wollen Sie? Sie hatten damals reges Interesse an der Spedition Wertheim. Und? Besteht dieses Interesse noch immer? Wertheim ist tot. Darum entscheidet jetzt Forsbeck. Der sitzt im Knast. Sie haben ihn dreimal besucht in der U-Haft. Ist er nicht verboten? Nehmen wir mal an, wie durch ein Wunder wird Forsbeck freigesprochen. Was dann? Sie haben recht. Womit? Ich kenne das hier. Sie stellen mir Fragen, wissen aber längst die Antworten. Sie haben einen Deal mit Rolf Forsbeck, richtig? Kommt Forsbeck raus, ist er immer noch Geschäftsführer und ich mache nun mal Geschäfte. Und er bleibt Geschäftsführer, wenn Sie die Spedition Wertheim gekauft haben. Ich würde sagen, eine klassische Win-Win-Situation. Die Hans Wertheim nie begriffen hat. Ich habe den Alten hier überfahren. Nein, das war Forsbeck. Aber Sie brauchen Forsbeck. Und darum brauchen Sie einen Freispruch. Da bin ich aber mal neugierig. Ich höre. Sie haben ihm den Anwalt besorgt. Weil der Anwalt gut ist. Müsste vermutlich auch in der Scheißakte stehen, oder? Was würden Sie denn noch machen für einen Freispruch? Abwarten. Beten. Wie die Eier schaukeln. Keine Spur nervös. Der Typ ist echt abgebrüht. Oder er hat wirklich nichts getan. Warum bin ich eigentlich hier? Nur legen Sie mal einen Zacken zu. Haben Sie Kontakt zum Vorsitzenden Richter aufgenommen? Wow. Ja. In Ihrer Akte gibt es genug Varianten von Nötigung und Erpressung. Gut, Sie sind ein bisschen aus der Übung, aber es geht hier ja um was. Da kann man sich doch mal ein bisschen Mühe geben, oder? Und wie soll ich das bitte anstellen? Seine Familie kidnappen, oder wie? Das ist nicht mein Stil. Was wäre denn jetzt Stil? Ich fass es nicht. Sie haben gar nichts, ne? Sie fischen im Trüben. Die Familie ist es also nicht? Was gäbe es denn Besseres? Idiot. Bitte? Ich, nicht Sie. Hey, was ist denn jetzt mit mir? Kann ich gehen oder was? Magst du noch Milch oder Zucker? Nee, danke. Warum bist du hier? Ich wollte mich für das Essen bedanken. Ich
meine nicht nur heute, auch gestern. Du tauchst plötzlich aus der Versenkung auf. Das hat doch seinen Grund. So gut kenne ich dich doch. Hat dir Carsten irgendwas gesagt? Nein. Wir reden nicht mehr wirklich miteinander. Das hast du doch gespürt. Ja, leider. Was ist bloß passiert? Das frage ich dich, Gabi. Ihr wart das perfekte Paar. Was habe ich falsch gemacht? Oder ist das normal nach 15 Jahren Ehe? Ich weiß es nicht. Für einen Mann ist das alles auf Dauer zu langweilig. Hab ich recht? Hast du nicht schon kaputt, warum ihre Jungs bei der Durchsuchung klein gekriegt, schätze ich mal? Ich brauche keine Schätzung, Herr Freiberg. Ich brauche das Foto. Was von dem Lehmann? Was Frank hatte? Keine Ahnung, wo er das hat. Schade. Sie haben doch gesagt, seine Tochter war mit auf dem Bild. Ja, ja, so eine Brünette, um die 30. Um die 30? Nicht seine Tochter? Schön hier. Ja, ganz toll. Was soll das hier? Es war nicht die Tochter an seiner Seite. Auf diesem Foto mit Lehmann? Mhm. Es ist seine Geliebte. Haben Sie das Foto oder was? Schubert, wenn es so einfach wäre, wäre ich ja wohl allein hier. Hm? Prost. Gerne Wasser? Danke. Es sieht noch genauso aus wie früher. Der Laden hat sich natürlich verändert. Damals war es eine reine Studentenkneipe. Die halbe Uni hat sich hier getroffen. Natürlich den hier, ausführlich. Und flirten auf Teufel komm raus. Super, danke. Carsten hat alle seine Damen hierher geschleppt. Seine Dates? Ja, ist ja auch romantisch hier, oder? Nicht, wenn man das in Serie tut. Ach, Kerstin. Wir waren jung. Hier werden immer so Weinproben gemacht. Von den Teilnehmern gibt's auch schicke Bilder. Warum sind das hier? Ah, der wird gerade noch rausgekramt. Hier. Und die beiden waren nicht nur einmal da. Dieses Jahr. Und das Jahr davor. Hm. Kann sich jemand an den Namen der Frau erinnern? Herr Reuter, wenn es so einfach wäre. Der wird was nix und ansonsten gibt's hier kein festes Personal, nur Aushilfen und Studenten. Verstehe. Na gut, immerhin wissen wir jetzt, dass das keine harmlose Affäre ist, sondern eine ernsthafte Beziehung. Es geht heute nur darum, das Mordmotiv von Flossbeck klar darzustellen. Der Streit um den Verkauf der Firma. Ja, Sie wissen ja, dass Ihr Mann auf keinen Fall verkaufen wollte. Und Sie wissen auch, dass Flossbeck schon ewig auf den Verkauf gedrängt hat. Sie warten bitte hier, bis Sie als Zeugin aufgerufen werden, ja? Ja. Ist das wirklich dein Ernst? Ja, ich wollte dich vorab nur schon mal informieren. Und da vor allem, das ist mein Recht. Das Gericht verzichtet auf die Vernehmung der Zeugin Sibylle Berthammer. Mit welcher Begründung? Das werde ich dir da drüben erläutern. Ihre Aussage ist zur Wahrheitsfindung nicht geeignet. Wie bitte? Wir ernten die Spedition Wertheim. Ja, das ist offen. Richtig, so offen wie der Ausgang dieses Verfahrens, oder? Ach, Gast. Das Testament und der Erbvertrag zwischen Wertheim und Flossbeck. Du weißt doch ganz genau, was die beiden Geschäftsleute vereinbart haben. Ja, aber das ist irrelevant. Irrelevant? Das ist doch dein Mordmotiv für Flossbeck, oder nicht?
Die Verträge sehen vor, dass die Firma ungeteilt dem verbliebenen Geschäftsführer zufällt, nicht der Witwe. Ja und? Bernd, als Mörder ist er nicht erbfähig. Wenn Vosbeck verurteilt wird, und nur dann, ist die Witwe reich. Du willst also allen Ernstes der Hinterbliebenen unterstellen, sie... Bei einem Freispruch geht sie leer aus. Das weiß sie. Das weißt du auch. Und wann reden wir darüber? Ich sage dir, wie ich die Aussage der Witwe bewerte. Natürlich wird sie diesen Angeklagten belasten. Tut mir leid. Fotovergleich mit dem Einwohnermelderegister, das kann dauern. Sie sind ein Paar, über die Phase des Flirtens und den Reiz des 19 sind doch längst hinaus. Trifft man sich nach so einer Zeit immer noch anonym im Hotel und ein bisschen Spaß haben? Sicherlich nicht. Aber wo trifft man sich dann? Meinst du, er sorgt für Sie? Er meint es ernst, er will mehr. Eine Wohnung. Gemietet oder gekauft. Das wäre sein Stil. Hm. Bitte lassen Sie mich nach Hause. Das Penthouse. Er ist der Hauptmieter und Sie wohnt zur Untermiete. Jessica Mühlbach, 1980 geboren, ledig, keine Familienangehörigen in der Stadt. Sie in den 30ern, er ist über 60. Männliche Torschusspanik. Ist er erreichbar? Nein. Dann müsste das Druckmittel. Ist er schon da? Ich habe Ihren Gruß ausgerichtet. Gebt mir ein paar Minuten allein mit dem, ja? Du musst dich unbedingt einmischen. Womit wirst du erpresst, Carsten? Jessica wurde entführt. Wann? Vor 5 Tagen. Sie ist schwanger. Volltreffer. Ich brauche deine Kommentare nicht. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Ich habe jedes Recht, Carsten, jedes. Du sabotierst einen Mordprozess. Das sind meine Leute. Ich will keine Ermittlungen. Nicht jetzt. Die werden Sie umbringen. Wer sind die? Das weiß ich nicht. Jessica Mühlbach wurde entführt. Schaut euch bitte ein bisschen um. Haben die schon Kontakt mit ihr aufgenommen? Ja, ein Anruf mit verzerrter Stimme. Und heute kam das hier. Das könnte eine Spur sein. Der Presse hat das sendende Handy bestimmt geklaut und auch längst schon entsorgt. Also. Würden Sie es bitte trotzdem überprüfen, Schubert? Ach Gott, das bringt doch alles nichts. Ich will Jessica zurück. Nimmt Ihre Freundin Medikamente? Eisen, Folsäure, Vitamin B12? Sie leidet unter einer schweren Anämie. Blutarmut? Ja. Mhm.
Hast du das diesen Detektiv angeheuert, um sie schnell zu finden, richtig? Ich mache jetzt, was sie sagen. Das ist das Schnellste und das Woher Beste für sie. Weißt du das? Die haben diesen Detektiv umgebracht, wahrscheinlich, weil er ihnen zu nahe gekommen ist. Weiß ich nicht. Aber die werden sie auch umbringen, wenn ich nicht gehorche. Das Auto des Detektivs stand Montagmorgen vor dem Gericht. War Montagmorgen bei dir? Er ist dann zu Fuß zum Tatort gegangen. Warum? Das ist ziemlich weit. Warum hat er nicht sein Auto genommen? Er sagte, er hätte eine konkrete Spur. Das hat er dir gesagt, Montagmorgen, kurz bevor er umgebracht wurde. Ja. Eine Spur kann bedeuten, dass er jemanden verfolgt hat und darum zu Fuß gegangen ist und nicht das Auto genommen hat. Dann wären Straße und Tatort die Schnittstelle zu den... Hör auf, lass mich Vosbeck freisprechen. Er ist ein Mörder. Er steht vor Gericht, aber was verlangst du von Bernd, mir? Wir sind Freunde. Wir sind das Recht. Was hast du vor? Ich mache meine Arbeit. Du verhältst dich bitte ruhig. Kein Wort zu niemandem. Absolutes Stillschweigen. Und? Nix. Du musst mit Gabi reden. Sie ahnt schon länger, was du tust. Herr Reuter. Solange wir nicht konkret wissen, was wir hier suchen, werden wir nichts finden. Warum gehen wir nicht an Vosbeck oder diesen Klausen ran? Schubert, wenn wir das täten, würden deren Komplizen sofort Wind davon bekommen. Und was das bedeuten würde, das können Sie sich ja wohl vorstellen. Also nochmal, der Detektiv hat eine Spur und dann wird er hier umgebracht. Warum? Kommt ihr mal! Jessica Mühlbach war hier. Das ist wahrscheinlich ihr Arzt. Der Detektiv hat einfach die Orte abgeklappert, an denen die Mühlbach auch öfters war. Reine Routine. Von wegen Spur oder Schnittstelle. Das bringt doch hier alles nichts. Ist was? Das ist das Fahrrad von Frau Wertheim. Ich arbeite als Arzthelferin. Warum überrascht Sie das? Die Spedition Wertheim ist ein Vermögen wert. Mein Mann hat jeden Gewinn sofort reinvestiert und hat sich selber ein relativ bescheidenes Gehalt ausbezahlt. Deshalb ist das Unternehmen ja so gesund. Hat Ihr Mann von Ihnen verlangt, dass Sie arbeiten? Nein, da habe ich drauf bestanden. Ich wollte mich nicht aushalten lassen. Und ich wollte nicht vom Vermögen abhängig sein. Aber deshalb wollten Sie mich doch nicht sprechen. Frau Wertheim, kennen Sie eine Jessica Mühlbach? Nein. Wer soll das sein? Frau Mühlbach ist Patientin in der Praxis, in der Sie arbeiten. Ach so. Wir haben 800 Patienten pro Quartal und ich arbeite nur halbtags. Frau Mühlbach ist schwanger, sie kommt zurzeit sicher regelmäßig. Ich kann ja meinen Chef bitten. Nein, schon gut. Blutarmut, ist das eigentlich gefährlich? Sie meinen während einer Schwangerschaft? Hm? Eisenmangelanämie gilt schon als Schwangerschaftsrisiko, ja? Ah, ja. Und ist das schwer zu behandeln? Es gibt Präparate, die man einnehmen kann. Folsäure, Eisen. Aber was hat das mit unserem Prozess zu tun? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein. Ich suche diese Frau. Sie ist verschwunden. Sie haben mir schon sehr geholfen, Frau Wertheim. Vielen Dank. Wir sehen uns dann morgen bei Gericht, ja? Ja, auf Wiedersehen. Bitte. Danke. Ich weiß nicht. Die Wertheim steckt doch da irgendwie mit drin. Aber irgendwie passt das nicht.
die schwangere Geliebte des Richters als Patientin bei der Wertheim. Und die wird dann entführt. Und der Detektiv, der sie finden soll, wird ganz in der Nähe von der Praxis umgebracht? Hm? Gerne. Sibylle Wertheim will die Verurteilung. Ja, weil Vosbeck der Mörder ihres Mannes ist. Und weil nur die Verurteilung ihr das Erbe bringt. Und wir sprechen ja über Millionen. Also die Wertheim ist wirklich die Letzte, die für Vosbecks Freispruch auch nur einen Finger krumm macht. Stimmt, das passt nicht, aber irgendwas übersehen wir. Der Angeklagte hat mit einem eigens für diesen Zweck präparierten Geländewagen seinen Geschäftspartner Hans Wertheim überfahren und getötet. Daran lassen die am Tatfahrzeug festgestellten DNA-Spuren und Fingerabdrücke des Angeklagten nicht den geringsten Zweifel. Nur Indizien. Nein, Herr Verteidiger, das sind Fakten. Aber falsch interpretiert. Nein, der Angeklagte hat kein Alibi. Der Angeklagte hat aber ein glasklares Motiv. Den Verkauf der gemeinsamen Firma gegen den ausdrücklichen Willen seines Partners Hans Wertheim. Also musste Hans Wertheim aus dem Weg geräumt werden. Denn nur so hätte der Angeklagte allein entscheiden und verkaufen können. Das ist der Grund für den eigentlich perfekten Plan. Gut, okay, danke. Jetzt rate mal, auf wen der zugelassen ist. Und? Auf die Arztpraxis, bei der die Wertheim arbeitet. Ach, ist ja merkwürdig. Die wissen doch gar nicht, dass er weg ist. Ich schreibe heute noch eine SMS. Wenn alles so perfekt war, warum Zeugen in Kauf nehmen? Frau Wertheim hat den Täter doch gar nicht sehen können. Es war Nacht. Mein Mandant wusste aber um die Begleitung von Hans Wertheim. Herr und Frau Wertheim waren auf dem Weg zur Oper. Die Karten waren ein Geschenk von Rolf Vosbeck. Das war bekannt. Ich frag noch mal. Warum also eine einsame Landstraße wählen, aber dann eine Zeugin in Kauf nehmen? Das ergibt für meinen Mandanten als Täter überhaupt keinen Sinn. Da haben Sie recht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Herr Vorsitzender, ich bitte um Unterbrechung der Verhandlung. Dem Antrag wird stattgegeben. Wir unterbrechen für eine Stunde. Danke. Und jetzt halte ich fest, Sibylle Wertheim und Rolf Vosbeck kannten sich schon vor seinem Eintritt in die Spedition. Und zwar seit seiner Studienzeit. Wer sagt das? Das Internet. Ich habe mal ein bisschen ausführlicher die Social Networks durchgestöbert. Die beiden waren mal ein Paar. Ich sag euch was. Die beiden sind wieder ein Paar. Nur so macht das Sinn. Die Wertheim will, dass Rolf Vosbeck, der Mörder ihres Mannes, freikommt? Eine Tatgemeinschaft. Aber sie verliert doch das Erbe, wenn er jetzt freigesprochen wird. Nein, sie haben ihn zusammen ermordet, um sich das Erbe teilen zu können. Deswegen ist ihre Aussage so schwammig. Sie sitzen in einem Boot. Rolf Vosbeck würde sie sofort belasten, wenn er lebenslang einfährt. Frau Wertheim hat in der Tatnacht dafür gesorgt, dass ihr Mann aus dem Auto steigt. Und dass er überfahren werden kann. Sie hat den Tod ihres eigenen Mannes geplant. Aber etwas läuft schief. Die Windschutzscheibe geht kaputt. Vosbeck kann den Wagen nicht weiterfahren und in der Eile auch nicht entsorgen. Der Wagen wird gefunden und zugeordnet. Und im Prozess wird Vosbeck durch die Indizien belastet. Die beiden stecken in der Klemme. Und die Wertheim entführt die Geliebte des Richters. Und schon taucht ein neues Problem auf. Der Detektiv Frank Debus. Und als Frau Wertheim merkt, dass der Detektiv ihr dicht auf den Fersen ist, muss sie improvisieren. Und fährt ihn über den Haufen. Schöne Theorie. Das zu beweisen gilt. Ohne, dass wir das Leben von Jessica Mühlbach gefährden. Die Wertheim wird leugnen und die Zeit rennt uns davon. Und jetzt? Es gibt nur eine Möglichkeit.
Bitte keine Spritzen mehr. Denken Sie an mein Baby. Bitte lassen Sie mich gehen, Frau Wertheim. Was sagen Sie? Sie wussten, welche Medikamente Sie... wussten, was mir fehlt, ohne zu fragen. Ich kenne Ihr Parfüm. Hören Sie auf zu jammern, es ist gleich vorbei. Erheben Sie sich. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Ja, 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 jawohl! Bitte nehmen Sie Platz. Die Beweise mögen zwar stichhaltig erscheinen, bieten aber, wie die Beweisaufnahme gezeigt hat, zu viel Interpretationsspielraum. Dem Angeklagten ist die Tat nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit nachzuweisen. Der Haftbefehl gegen Herrn Vosbeck wird ab sofort aufgehoben. Heißt das, das war's? Ich bin frei? Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Wir sollten uns noch besprechen, Herr Vosbeck. Unsinn, da gibt's nichts zu besprechen. Ich bin frei. Frau Wertheim, es tut mir leid. Das ist endgültig? Ich kann mir denken, wie Sie sich jetzt fühlen. Wenn Sie einen Moment warten, fahre ich Sie gerne nach Hause. Es geht schon. Echt durchgezogen. Mann. Das hätte ich Reuter nicht zugetraut. Lässt der echt Mörder frei rumlaufen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass die Möbach freikommt. Jetzt ist es gut. Ich werde sie gehen lassen. Das wird sie wieder auf die Beine bringen. Nein. Nein, Sie wollen mich umbringen. Du hättest mich nicht erkennen dürfen. Das war nicht der Plan. Nein. Nein! Halt! Die Polizei! Lassen Sie die Frau los! Frau Wertheim, ich schieße! Lassen Sie Frau Mühlbach los! Geben Sie auf! Kollege, Herr Vosbeck, vielen Dank, dass Sie meiner Aufforderung zu kommen so schnell Folge leisten konnten. Bitte nehmen Sie doch Platz. Herr Kollege, was wird das? Das ist für Sie. Revision. So schnell. Ich bin beeindruckt. Was heißt das? Die Urteilsbegründung war eine Steilvorlage für den Herrn Oberstaatsanwalt. Ihr ganzer Prozess wird neu aufgerollt. Das heißt das.
Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Wisst ihr was? Macht das unter euch aus, ich gehe. Moment, nein, Herr Vosper. Was soll das? Was ist das? Hauptkommissarin Klar und Hauptkommissar Schubert vollstrecken einen Haftbefehl der Kollegen aus der Wirtschaftsabteilung. Ihr Mandant steht im Verdacht, jahrelang in erheblichem Maße Steuern hinterzogen zu haben. Was ist das denn für ein Blödsinn? Herr Vosper, bitte! Bitte. Sie hatten das doch von Anfang an so geplant. Und in Absprache mit Richter Lehmann eingefädelt. Der hat die Beweise nicht richtig gewürdigt und Sie konnten bei der bescheidenen Urteilsbegründung sofort in Revision gehen. Sie können verstehen, Herr Kollege, dass ich mich dazu nicht äußern möchte. Kommen Sie. Was? Nein, lassen Kommen Sie mich! Sie mit. Lassen Sie mich! Das ist doch Polizeiamt! Ich gehe nicht zurück ins Gefängnis! Ah. Sie halten sich wohl für besonders clever, Herr Oberstaatsanwalt.